Ich habe jetzt einfach mal Bock, die beiden Gypsoros umzuboxen. Warum? Weil wir dann auf jeden Fall rein theoretisch den nächsten Farmstream, wenn dann mein Schaumstoff-Shut-Up steht, können wir bei Gypsoros farmen. Ganz was Neues auf jeden Fall. Und auch die ein bisschen hart umboxen. Jetzt habe ich natürlich keinen Hammer mehr gegen Gypsoros. Ja, ich habe... Können wir uns einen neuen Hammer bauen? Weil Gifthammer gegen Gypsoros klingt jetzt wirklich so ein bisschen wie... Ich bin dämlich, deswegen schlage ich dir mit dem Hammer auf den Kopf, damit du auch dämlich wirst. Equalizer, let's go. Klingt jetzt wirklich nicht nach... Oh, ein Kaktus-Totschläger. Ja, Gift. Fuck. Er sieht bestimmt witzig aus, hier ist ein fucking Kaktus. Ich mag Kakteen. So. Den könnten wir uns auch erfahren. Aber der hat halt... Oh, hat der geile Schärfe. Da kann man über die Affinität auch mal wegsehen. Besonders, weil ihn dann irgendwann zu Nagakura-Waffen machen könnten. Das ist einfach nur Raw Damage, was für ein Hammer eigentlich auch okay ist. Münzen. Da wissen wir, was wir farmen können, ne? Schöne Waffe. Verteidigung Plus ist bei mir immer sinnvoll. Sarius-Panzer. Ja, ich glaube, der war auch nicht schlecht. Oh, und noch ein Gifthammer. Der Gifthammer lässt sich... Oh, Kristallhammer. Der wird doch zum Elektrohammer. Den brauchen wir auf jeden Fall für... Wird er zum Elektrohammer? Ich glaube, das ist einer, der zum Elektrohammer wird. Eigentlich wäre halt Kizuhammer da am besten. Können wir aber jetzt auch nicht bauen. Ich weiß gerade nicht, woraus er gemacht wird. Ich habe jetzt gerade keinen Bock nachzugucken. Und das hier ist die Alternative zum Kizuhammer, soweit ich weiß. Außerdem ist ein Raw Damage Hammer, der mehr Damage macht als mein verkacktes Giftheimerchen, mit was ich Ewigkeiten gefarmt habe. Also her damit, let's go. Regenbogenerz, Rainbows. Toll. Toll, toll, toll. Das bringt mich zu einer persönlichen Sache. Ich weiß, ich soll nicht so viel über persönliche Dinge reden, weil dann kennt ihr mich ja beinahe und die ganze Welt kann mich stalken. Aber ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn ihr mich über die Videos stalkt, als wenn ihr mir tatsächlich Nachrichten schreibt oder aber mir hinterher stalkt. Da ist es doch schöner, wenn ich euch ab und zu meinen liebevollsten Stalkern immer mal so ein paar Informationen zufüttere und ihr einfach durch die Videos schon genug Input bekommt. Also, ganz ehrlich, das reicht ja dann auch irgendwann, ne? Also, ich überlege doch, ob ich es wirklich erzählen sollte, aber ja, ich war letztens, guckt eh keiner, ich war letztens bei einer Familienfeier. Also es gab Schulanfang, wie wahrscheinlich bei euch allen irgendwie auch die Leute kennen mit Kindern, die ungefähr in dem Alter sind, ansonsten wäre es komisch, Schulanfang zu machen, to be fair. Und Schulanfang von meiner Familie, so, und... Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass also ich bin aus meiner Familie, formulieren wir es mal so, der, zumindest aus der Richtung der Familie, tatsächlich der Einzige, der irgendwann mal studiert hat. So, und damit komme ich ja in anderen Bubblen unter und bin auch in anderen Kreisen, wie es halt so ist. Und ich war jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr bei meiner Familie, was dadurch bedingt ist, also ne, ich hatte nie wirklich viel Anschluss zu meiner Familie gefunden. Die sind alle super nett, alle super sympathisch, keine Frage. Also wenn man da mit einmal drin sitzt in der Familie, wird man aufgenommen, freundlich hingenommen. Super cool, an sich schöne Atmosphäre. Muss man mit davor sagen, bevor jetzt irgendein falsches Bild entsteht. Und das Problem ist, beginnend beim Humor bin ich halt jetzt nicht ganz so auf derselben Länge wie die. Ich komme dort an, oder anders, es beginnt schon bei meiner engeren Familie. Wir fahren dorthin, erstmal bin ich mit meinen Eltern dorthin gefahren und... Es gibt halt eine gewisse Fülle an rassistischen Witzen, die man in meiner Familie einfach ertragen muss. Und ich habe inzwischen ein bisschen, vielleicht ist auch das Falsche, aufgehört, dagegen zu diskutieren. Vielleicht habe ich auch nie wirklich angefangen und mich einfach damit abgefunden. So, ne, ist halt so. Es ist ein harter Struggle für mich, weil ich bin darin aufgewachsen und ich habe relativ schnell gelernt, dass Rassismus dämlich ist. Die Geschichte erzähle ich jedes Mal in dem Moment, aber ich hatte mich in Leipzig komplett verlaufen. Und kleines Kind war dann nicht so klein, weil wir hatten gerade die erste Tanzstunde vom Jugendweihe, einen Kurs, wo man sich vorbereiten kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss 13, 14 gewesen sein. Und als 13, 14-Jähriger bin ich da durch Leipzig geschlendert, durch die äußeren Bezirke mehr oder minder. Habe mich komplett verirrt gehabt, weil ich den Weg zurück nicht gefunden habe. Und da hatte ich so in eine Richtung gestarrt, weil meine Schwester mir, als mein Handy noch Akku hatte, gesagt hat, da ist eine Brücke, da musst du rüber. Und guckt, ist das denn die Brücke? Und irgendwie passt das nicht und hä? Und hu und ha. Da habe ich diese Richtung gestarrt und da kam halt gerade eine Person türkischen Ursprungs vorbei, hat gesehen, dass ich Richtung gestarrt habe und meinte mich typisch aggressiv so, was guckst du? So, ich hab mich verlaufen. Und er war so am Handy. Bro, warte mal kurz.
wo musst denn du hin? Und super freundlich, super nett, mich zuerst mitgenommen, effektiv zu seinem Kumpel, den er abgeholt hat. Die ganze Zeit über Mädchen 2 geredet und gesagt, dass ich mit seiner Gilde reinkommen kann. Und mich dann effektiv zur 70 gebracht hat, von dem Bus ich nach Hause fahren konnte. So, super cool. Und es war so, wo ich dachte, okay, gut, ja, Rassismus ist ein Arschgesicht. Punkt. Und was für Monster wollten wir machen? Gibt's doch was, wir brauchen Gegengifte. Und das ist halt belastend, weil ich wirklich, wirklich eingetrasht bekommen habe, wie beschissen Ausländer sind. Und das jetzt nicht so als Ausländer sind Kacke, sondern als eine Kopftuch-Idioten und Pipapo und Ralala mein ganzes Leben lang. Und die Italiener, also nicht nur jetzt nicht eurasisch aussehende oder europäisch aussehende Leute, sondern auch Italiener, die Spaghetti-Frisuren oder Spaghetti-Fresse und so fort. Meine Eltern haben da eine sehr große Varietät an Beleidigungen, die ich in meinem Leben über schon immer wieder hören und aufnehmen durfte, bevor ich sie reflektieren konnte. Und irgendwann habe ich sie reflektiert und gemerkt, wie dämlich es ist, wenn mich auf der Straße 5 Polinnen ansprechen, weil sie gerade ein Austauschsemester haben und hier mit Leuten reden sollen. Und dass ich da meine Hände zusammengreife, um an meine Portemonnaie zu greifen, ist halt absolut dämlich. Ist so, ich war Single zu der Zeit. Und die sahen alle sehr fröhlich aus. Also allein um Kontakt zu schließen zu neuen Leuten, ist das ja absolut dämlich. So, um mal das möglichst absurdum zu führen, alles. Nichtsdestotrotz war ich jetzt hier bei meiner Familie und habe gemerkt, dass dann meine Eltern vielleicht doch noch die gemäßigteren sind, tatsächlich, in der Familie. Zumindest jetzt overall. Es gibt ja schon Einzelne, die rausstechen. Merke ich daran, weil ich immer wieder mit Leuten rede und merke, hey, gucke mal, das habe ich in dem Umfeld, in der Bubble jetzt nicht erwartet, aber das ist wirklich cool und ein netter Gesprächspartner. Aber so die Overall-Stimmung, die da irgendwo rumliegt, ist halt schon so, ich nehme mir ein Stück Konfetti, klebe das auf den Kopf und alle lachen. So was so ein bisschen cool. Jo, ja, kann man machen. Muss man halt nicht. Und auch die 23-Jährige, der sich perfekt vom Verhalten her mit dem 14-Jährigen oder 15-Jährigen eingestimmt hat und sich gegenseitig Boxen in die Eier schlagen und sagen, ha, du bist schwul. Und das als schlimm darstellen, ist so, das ist einfach nicht mehr meine Welt. Und das ist ein bisschen schwierig, da dieses als einziger Student tatsächlich, studiert demnächst Doktor, in dem Umfeld zu sagen, yo, ich fühle mich komplett wohl. Und woran ich das gemerkt habe, dass es auch andersrum gilt, ich meine, es ist jetzt vom hohen Ross geredet, aber andersrum geht es ja genauso. Es ist ja meine Schwester fragt mich, hey, wie läuft es so auf Arbeit? Und ich erzähle so eine Doktorarbeit und bin fast fertig und so weiter und so fort. Und während ich darüber erzähle, jetzt nicht wirklich über Details rede oder so, ich habe keine Gewehrlanze mehr, und einfach nur sage, hey, ne, so weit bin ich, so lange braucht es noch. Und vorher saßen so 8 Leute am Tisch und am Ende nur noch meine Schwester und ich, die innerhalb von 5 Minuten alle gegangen sind, während ich nur erzählt habe, yo, ich habe jetzt, nur mit wo es wo Doktorarbeit gefallen sind, waren die alle still und sind gegangen. Und das ist so, ne, das ist okay, das ist immer noch, ne, es ist akzeptiert, dass das vielleicht auch einfach ein Thema ist, wo die halt nicht mitreden können und vielleicht auch einfach nicht mitreden wollen. Ne, dass es Themen gibt, wo ich bei ihnen nicht mitreden möchte oder mitreden kann. Ne, alles klar, das ist okay und wie gesagt, man wird trotzdem super freundlich aufgenommen und es ist jetzt auch keine Beschwerde, es ist einfach nur ein, das ist mir aufgefallen. Und das ist halt ein bisschen belastend, weil ich das in meiner kompletten Familie habe, dass ich jetzt einmal von meiner Familie wirklich gefragt wurde, hey, was machst denn du? Und was macht man denn dann damit? Und wo geht's denn hin? Und so weiter und so fort. Und ich fühle mich einfach in meiner Familie überhaupt nicht gesehen. Und das ist halt echt belastend. Also das ist so der Nachteil davon, als in eine andere Bildungsschicht zu kommen, wenn man es mal so formulieren möchte, was ja einfach das ist, was passiert, wenn man als Erster einen Doktor macht. Und das ist, wie gesagt, nicht ab. Das sind nette Leute, ich rede gerne mit denen, ich rede auch gerne viel mit denen, gerade mit meiner engeren Familie. Es ist halt, ich liebe das, die Verbindung, die wir haben. Aber ich hasse es, dass meine Mutter, wenn ich das Wort Doktorarbeit sage, sagt, ich komme eh nicht mit. Ich meine, doch, ich erzähle hier über Solarzellen und was man damit machen kann. Das ist was, wo man mitkommt. Ich erzähle ja extra so, dass man mitkommt. Es ist ja jetzt nicht, dass ich ins Detail gehe, aber das Wort Doktorarbeit schreckt meine Familie halt leider schon ab. Und das hat's auch schon in dem Moment, wo ich angefangen habe, ich studiere,
da war es auch schon, dass mich, glaube ich, die wenigsten gefragt haben, hey, was denn eigentlich? Oder spätestens bei Physik halt dann ausgeschieden sind. Und ja, ich werde gerade ein bisschen verblendet. Tut mir fast ein bisschen leid für die Zuschauer, die jetzt blind sind, die es im Dunkeln geguckt haben. I'm so sorry. Ein leiser Schlag, alle. Muss man euch alle auch mal loben. Genau, und das ist halt belastend, wenn man so ein bisschen von der Familie abgekoppelt wird. Und jetzt nicht mal, weil irgendjemand probiert, mich gezielt abzukappeln. Es ist einfach dieses, man hat einen anderen Humor, man hat andere Themen, man hat andere Bubblen. Das ist interessant. Und wenn man dann halt so zu so Leuten kommt, wo die das Gespräch anfängt mit, boah, ja, man muss den Staat mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und es ist doch voll bescheuert, dass jetzt alle einfach so bestimmen können, was für ein Geschlecht sie haben. Und da gibt es jetzt einen Typen, der, übrigens, wenn du das weitermachst, dann kommen wir hier nie zu einem Ende. Weil ich ganz einfach verwirrt bin mit Gypsoros. Was für ein super Plan deinerseits. Ja, der hat jetzt der ist in Klage gegangen, weil der Rente haben möchte. Der ist 25, identifiziert sich aber als, nice, Kopf kaputt, wollte ich gar nicht. Identifiziert sich aber als 67-Jähriger, heißt, er wird ja schon eigentlich Rente bekommen müssen, weil er sich alt identifiziert und das gerne in seinem Personalausweis eingetragen haben möchte. Und so macht das richtig und guck mal, wie dämlich das ist. Das war dämlich. Der ist tot? Der ist wirklich tot? Oh. Interesting. Ich hätte da jetzt auch eine Weile gestanden und meinen Hammer gehalten. Ups, sorry, habe ich ihn tot gelabert. By the way, irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass man sehen kann, ob der Gypsoros faked oder nicht faked, weil die Augen zu oder offen sind. Das können wir uns jetzt mal beim lila Gypsoros angucken. Ob da dann die Augen zu oder offen sind. Weil hier sind sie gerade offen gewesen. Das heißt, sie müssten zu sein, wenn er jetzt fake tot zu sein, was relativ witzig ist. Okay. Apropos der Gypsoros. Hello, my friend. Ich sag einfach nur hello, my friend. Ist übrigens den neuen gegangen. Das müssen wir einmal außen rum. Na gut, und genau, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, als Kind mal eine relativ enge Bindung zur Familie. Die ist dann ein bisschen verloren gegangen, weil ich immer der war, der auf die Kinder aufpassen musste zu Silvester und so und zu Weihnachten und KKG, weil ich dann immer der war. Ich war nicht alt genug, um mit den Cousins und Cousinen zu reden, weil ich sehr viel später geboren wurde und ich war noch nicht jung genug, um mit den anderen Cousins und Cousinen zu reden oder dann Großcousins und Cousinen, die waren dann nochmal so 10 Jahre jünger als ich, dann habe ich immer auf die aufgepasst, weil ich auch zu den anderen nicht dazu gepasst habe. Es war immer so, ich war ein bisschen in der Mitte von allen und konnte mit niemandem so wirklich richtig was anfangen. Und irgendwann, so ab Studium, war es halt so, dass auch niemand mehr wirklich Kontakt gesucht hat und beim Gespräch auch relativ schnell draußen war. Und es ist so belastend, weil ich möchte wirklich gerne mit denen reden und es ist kacke, wenn sich da einfach so eine Kluft auftut. Und wirklich darauf gestoßen bin ich nur, weil meine Chefin das mal meinte, dass ich jetzt auch in der im akademischen Bereich nicht ganz reinpasse, weil man mir anmerkt, dass ich halt nicht Akademiker geboren wurde. Man merkt mir aber auch an, dass ich halt nicht mehr, dass ich jetzt inzwischen Dinge vom Akademikersein habe und ich stehe so hart zwischen den Stühlen und das macht Familienfeiern so unglaublich anstrengend. Und das ist echt belastender, als es sein müsste. Aber da habe ich mich genug jetzt ausgekostet für. Ich wollte nur mal kurz sagen, ne, es ist Dinge, die einfach ab und zu so in meinem Leben gerade mit vorgehen und auf die ich jetzt vorgestern hart gestoßen wurde. Wollte ich mal ansprechen. Vielleicht geht es ja jemand anderen auch so. Blitzbombe kannst du haben, die ist ja eh relativ irrelevant. Vielleicht geht es ja jemand anderen hier auch so. Könnt ihr mal in die Kommentare geben, was eure Ideen und Meinungen dazu sind. Und ne, man, wie gesagt, es ist ein gegenseitiges Verständnis, dass man inzwischen aus in anderen Welten ist. Man kommt aus derselben Welt, ist jetzt aber in anderen Welten. Was man daran merkt, ist halt auch keine negativen Kommentare kommen in irgendeine Richtung. Also weder von mir noch von denen. Es ist einfach so ein, okay, ne? Wir merken, dass das irgendwo nicht passt. Wir sind aber immer noch verwandt und dementsprechend gibt es jetzt auch keinen Grund, sich zu hassen oder so. Oder sich nicht zu mögen. Es ist, wir mögen uns, ist okay. Sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, sind Familie.
Und dann lädt man sich auch gegenseitig ein und freut sich, wenn man sich sieht und macht dann halt mal einen schönen Abend miteinander. So weit, wie es halt mit Smalltalk geht. Und das ist so die komplette Interaktion. Vielleicht muss es auch einfach nicht mehr sein. Ich meine, man kann sich ja aus einem Grund letzten Endes, dass ich das nicht mehr hinbekomme, ist auch ein bisschen belastend. Aber die geben mir auf jeden Fall genügend Optionen zu trainieren, das wieder auszuweichen. Braucht man da außerdem plus 1, wenn man nicht groß springt? Oh. So, easy peasy, Mind Games. Ich habe allen gerettet, der er mich jetzt nicht rettet, weil er leider zu langsam ist. Schade allen. Das wurde dann leider doch überhaupt nichts. Genau, und das Doofe war, ich weiß nicht, ob es besser macht oder nicht, das kam gestern Abend, da konnte ich nicht drüber reflektieren, aber meine Eltern haben mich dann jetzt hier noch mit zur neuen Wohnung gefahren, die ist ja nicht mehr in Leipzig, damit sie auch mal sehen können. Am nächsten Tag, nachdem ich dann mit meinem Vater Deadpool geguckt hatte. Und dann habe ich die Geschichte erzählt vom Staubsaugerroboter, wie niedlich das ist und wie wir den eingeführt haben und wie cool das ist, wie er jetzt in alle Ecken fährt und wie er sich umgeguckt hat und wie er, wenn er versucht nach Hause zu fahren, was seine Ladestation ist, da steht. Und es ist super niedlich, das weil eigentlich soll man links und rechts so einen halben Meter frei haben und das haben wir halt nicht, der ist jetzt irgendwo in der Ecke hinterm Schrank neben der Tür. Und so merkt man nicht, wie es dagegen fährt, in die Wand so buff. Fuck, wo bin ich jetzt? Sich umguckt? Ah, da muss ich lang. Da vorne geht, buff. Nee, warte, das war falsch. Wenn er zurückgeht, da muss ich rein. Und dann seinen Motor anschmeißt und so ganz sachte, Millimeter genau auf seine Ladestation fährt. Und das ist super niedlich. Und als wenn er so ein eigenes, als wenn er halt einen eigenen Charakter hätte. Inzwischen ist Hector ein bisschen verwirrt, weil der gute Hector halt auch einfach, ich finde es auch schön, dass er auch auf dem Wasser stehen kann. Warum sind hier alle Leute Jesus in diesem Spiel? Es ist ein bisschen belastend, weil dann kommen sie nämlich auch alle wieder. Oh, weil der auch mehrfach tot spielt. Ah, ja, okay, macht Sinn. Man darf allen Monstern Jesus-Eigenschaften geben, wo es halt passt. Und in dem Fall habe ich vergessen, einen Paintball auf ihn zu werfen. Das passt zum Beispiel nicht. Wo fliegt er denn lang? Einmal darüber. Das könnte die 6 sein, wenn er außen rumfliegt. Vielleicht aber auch 4 oder 3. Belastend. Niemals vergessen, Farbbälle zu werfen. Schade. Genau, da habe ich so ein bisschen erzählt, wie niedlich das ist und wie er, ich mache gerade ein bisschen Training. Man muss immer mal ein paar Hochstrecksprünge machen, damit man in Form bleibt. Ganz wichtig. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen, es wird die 4. Ist er, am Anfang muss er Kartierungslauf machen, wo der einfach nur bumtschk, bumtschk, gegen jede einzelne Wand fährt und so ein bisschen guckt, ah, harte Wand, ah, weiche Wand, könnte ein Sofa sein, gehört vielleicht zum Salon oder auch zum Saloon, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ist super cool, dass wir laut unserem Staubsaugerroboter einen Saloon haben. Ist so nice, wir brauchen noch so eine Schwingtür, damit Hector sich auch im Saloon wohlfühlt und ihn besser erkennt. So, guck mal ganz kurz hin, wie seine Augen aussehen. So, der gute Dude. Ja, nee, warte, jetzt ist er wütend geworden. Ah, ich hätte mehr ranzoomen müssen. Das ging nicht, weil ich so weit weg war. By the way, dass das Auge da links bleibt ein gutes bisschen länger. Ich glaube, daran kann man es auch erkennen. Ins Gesicht, mein Freund. Hardcore in die Fresse. Fuck, der Kopf ist noch ganz. Da habe ich mich nicht gut genug konzentriert, aber ich habe ja auch geredet. Sorry, gibt's sowas, dass du einfach so nebenbei gestorben bist. Niemand wird sich an dich erinnern. I'm so fucking sorry. Aber das ist gelogen. Ich meine, ich bin hier, um dich umzubringen. Also erstmal ehrlich, als wenn ich dann im Nachhinein noch sagen würde, oh, das wollte ich gar nicht. Doch, ansonsten wäre ich halt literally nicht hier gewesen. Ah, wir sollten ein paar Frösche mitnehmen. Kommt bestimmt irgendwann noch mal ein Plesioff. Genau, dementsprechend, und dann meine Mutter meinte, also, ne, gelacht, alles gut, alles schön, und dann meinte sie, ach, guck mal, hättest du das erzählt, da wär's der King gewesen, da wäre alles schön gewesen, und so, ja, aber ich würde ungern Teile von mir verstecken, nur weil andere auch wichtig sind, ich würde schon so als Ganzes gern angenommen werden und nicht nur als Teil, und da, oh, ist mein Controller ausgegangen, guck mal, nicht als Ganzes angenommen, schade, hallo, ah, geht wieder, sehr schön. Genau, es ist halt belastend, denn die eigene Mutter sagt, ja, der Teil von dir ist witzig, aber den anderen bei der Doktorarbeit, dann schalte ich halt einfach ab.
Und das hat sie mir auch literally mal ins Gesicht gesagt. So der Moment, wo du halt, jetzt bin ich schon mal Therapeut, wenn ich um meine Mutter rede und die Trauma, die ich davon bekommen habe. Aber auch so einfach meinte so, yo, ich habe darüber geredet, ne, was ich mache, wie viel ich noch tun muss und so weiter und so fort. Jawoll! Gibt's doch aus Kopf. Und sie dann so meinte, ich rede über Solarzellen, ne, Standardding und wie und wo die eingebaut werden. Sie dann meinte, nee, ich komme nicht mehr mit, ich schalte jetzt ab. Und nicht so nachfragend und okay, ich will das wissen, sondern ja, ist zwar mein Kind, aber ist mir scheißegal. Und das ist belastend, wenn das sogar von der eigenen Mutter kommt. Da kann man den anderen gar keinen Vorwurf machen. So, das war meine belastende Background-Story. By the way, hat sich das schon hart manifestiert, weil ich das ne, auch schon häufig in der Schule hatte. Ich muss zugeben, auch in der Schule hatte ich tatsächlich häufig gute Noten, gerade in Physik und so, wo andere halt nicht so gute Noten haben. Was heißt hier gerade in Physik? Ich hatte in Physik gute Noten. Deutsch, Rechtschreibung 6, durchgehend, immer. Und dann mache ich es schon wieder. Ich hatte gute Noten in Physik, sehr gute Noten in Physik und habe halt gerechtfertigt, dass ich gute Noten habe. Weil meine anderen Freunde und Familienmitglieder halt teilweise nicht so gut sind in der Schule und auch wenn die, keine Ahnung, dann ich halt gefühlt Ablehnung bekommen habe. Nicht so, cool, du hast eine 1, sondern, boah, Alter, der Idiot hat natürlich wieder eine 1. So, danke. Auch weitergehend letzten Endes mit, wenn man Videospiele spielt und ich wirklich mal irgendwo besser war, keine Ahnung, in COD bin ich eigentlich relativ gut gewesen und dann halt habe Freunde gewinnen lassen, weil die ansonsten aggressiv wurden und jetzt nicht unbedingt gegen mich aggressiv, aber lauter und unangenehmer wurden und geschrien haben und sich nicht wohlgefühlt haben und ich habe ein bisschen Harmoniebedürfnis, heißt, wenn sich Leute nicht wohlfühlen, fange ich an, den sich wohlfühlen zu lassen, also habe ich unglaublich häufig einfach andere Leute gewinnen lassen und mir selber eingeredet, ich bin nicht so gut, weil dann wäre ich ja besser als die, dann fühlen die sich nicht gut, das kann ja nicht sein. Und meine verkackte Depression kam daher, weil ich mir so häufig eingeredet habe, dass ich nicht so gut bin wie andere, dass ich das irgendwann geglaubt habe und dachte, also ich mache jetzt scheiße und ich kann eh nicht gut genug sein. Und das ist halt alles belastend und so langsam bildet sich bei mir im Kopf so ein Gesamtbild, wo das alles herkommt. Und jetzt weiß ich auch, warum ich mich bei meiner Freundin so wohl fühle, weil wir haben schon ein paar Mal Schach miteinander gespielt und ich bin halt besser als sie im Schach, weil ich das häufiger gespielt habe. Erneut, ich habe begründet, warum ich irgendwo besser drin bin, das muss ich irgendwann mal ablegen. Und da habe ich mir einfach mal gezielt dazu entschieden, sie nicht gewinnen zu lassen. Und sie wurde nicht böse, sie hat mich als Schurke bezeichnet und als Dieb und als Ganove, weil ich sie austrickse, okay. Sie war jetzt auch nicht froh darüber verloren zu haben, aber es war jetzt so ein, ja okay gut, guck mal, ich werde akzeptiert, auch wenn ich gut bin. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich bei meiner Freundin so wohl fühle, weil ich mich freue, wenn sie was gut kann und sie sich freut, wenn ich was gut kann. Und das ist doch auch einfach mal eine schöne Relation zu haben, dass der Grund ist, warum ich jemanden liebe, weil ich einfach mich, einfach mal gut sein kann. Das ist schön. So. Haben wir das alles erzählt? Haben wir das abgehakt? Psychologiestunde mit Sino vorbei. Zurück zum Monster Hunter Let's Play. Nicht gedacht, dass ich heute so viel ballastlos werden kann, während ich gerade im Homeoffice bin. Und sehr effektiv arbeite. Ich arbeite an mir und meiner psychologischen Stabilität. Das muss doch auch irgendwie gewürdigt werden. Also jetzt mal ernsthaft. So, wir hätten übrigens auch Regenbogen erst die ganze Zeit schon bekommen können. Dann könnten wir diese Waffen nämlich noch weiter upgraden. Dafür müssen... müssten wir eigentlich einmal in den Vulkan, um oben abzusammeln. Gibt es denn irgendeine Quest, wo wir in den Vulkan müssen? Nicht auf dieser Queststufe, interessanterweise. Also ja, Lunastra. Wir könnten Lunastra boxen. Aber ich wollte ja dafür die Giftwaffe dann noch mit verbessern. Wobei, ich kann den Gifthammer nehmen. Haben wir gerade besprochen. Machen wir jetzt Lunastra. Let's fucking go. Man muss auch mal ein paar schwerere Gegner machen. Wir haben keinerlei Impfstoff. Ja, der macht eh ADHS. Da kann man den auch weglassen. Nein, wir brauchen auf jeden Fall Impfstoff. Ich finde es schon als Impfstoff übrigens in diesem Spiel, die natürlich... Oh nein, wir haben keine Blitzkäfer mehr. Oh, das war auch das Problem. Well, fuck. Hast du zufällig ein paar Käfer gefangen? Nur für mich? Natürlich nicht. Schade. Dann können wir keine Blitzbomben machen und dann wird Lunastra echt nervig. Das heißt, wir müssen wieder einen Farmstream machen. Aber ich habe ja heute meinen Schaumstoff für 600 Euro bestellt. Dann machen wir danach, sobald er da ist. Sollte innerhalb der Woche kommen, theoretisch. 1 bis 2 Werktage war die Aussage. Also könnte man am Wochenende, was für euch schon wieder Vergangenheit ist, meine Ankündigungen sind immer beschissen, auch einfach mal einen sinnvollen Stream machen. Cool.
So, aber bis da muss ich gucken, welches Monster wir machen. Also, ne, Lunastra, ja, wenn die vergiftet ist, dann ist kein Feuer um sie ringsrum, aber mit Blitzbomben sind halt schon effektiver. Boah, man kann eh nicht zuschlagen, wenn sie eine Blitzbombe hat. Wir können es auch ohne Blitzbombe probieren, also jetzt mal ehrlich. Wir haben immerhin eine. Ist besser als keine. Die muss reichen. I got one shot, one opportunity to make it count, to be the best one that ever hammered, I guess. Wir könnten Bomben mitnehmen. Einfach nur for the lols. Aber vor den Leuten sterbe ich immer wieder und mein Hochmut-Counter ist schon hoch genug. Das reicht dann vielleicht auch einfach erstmal. Fallgruben können auf jeden Fall hier bleiben. Die machen nur das Inventar mit voll. Blitzbomben haben wir nicht. Bomben wollten wir sein. Oh, wir. Oh, vielleicht ein Stein zum Explodieren da. So ein paar große Fassbomben. Wir haben irgendeinen Idiot, hat ja eh scheiße viel davon gekauft. Können wir sie ja auch benutzen. Dann Spitzhacken mitnehmen. Ganz wichtig, dafür gehen wir eigentlich hin. Und, oh, wie macht man nochmal Impfstoff? Dann nimmt man, glaube ich, eine mRNA von einem Virus und schleust den ein. Aber wie kombiniere ich eine mRNA? Die wichtige Frage im Monster Hunter Let's Play. Was war das nochmal? Es war ein Fuß, ein Drachenfuß. Also brauchen wir auf jeden Fall Fleisch. Prinzessferkel. Sorry, Specki. Schau einfach nicht hin. Oh, den haben wir in irgendwas reingetrunkt. Lebenskompott oder so, ne? Das ist ein Lebenskompott. Guck mal. Und da kriegen wir, wie geplant, den Inbegriff des Geschmacks. Angriffsstärke und Feuerfeger. Und schon wieder Kickboxer. Ich möchte die Monster nicht totboxen. Nicht einen Drachenältesten. Aber danke für die Idee. Den brauchen wir auch nie auf Angriff zu geben. Verteidigung ist gut. Auch wenn er eh die ganze Zeit. Er ist eh die ganze Zeit weg. Macht das dann Sinn, Verteidigung so hoch zu ballern? Wenn er eh die ganze Zeit tot ist? Könnte man auch sagen, wenn er da ist, macht er ein bisschen extra Schaden. Oder ein bisschen Fähigkeiten so trainieren. Hast du eigentlich schon eine neue, mein Freund? Ja, die echte Gesundheitsflöte. Er kann der richtig echte Bläser werden. Das schöne Blasebalg. Toll! Ich brauche irgendwann mal eine zweite Katze mit abnormalen Fähigkeiten zum Zuboxen. Für die Drachenhälsen zum Beispiel halt mit Drachenangriff, das wäre schon äußerst sinnvoll und äußerst cool. Ansonsten muss ich euch allen ja auch einfach mal danken, weil ihr auch wirklich gut Bomben auf den Kopf von Lunastra werfen könnt. Zwinker, zwinker. Wäre cool, das auch tatsächlich mal zu tun. Zwinker, zwinker. So, Abreibomben. Abreibomben sind 10 von 10. Die müssen mit. 10 von 10. So. Nicht Psychoserum. Wie macht man Impfstoff? Fuck. Hätte ich doch nochmal in Biologie mal aufgepasst. Ich glaube, Drachengiftpilz und Katalysator. Aber wir können Megaspitzhacken holen. Nice, ich hatte schon komplett vergessen, dass die existieren. Ehrlicherweise. Man kann mal probieren. Wir haben eh noch nicht allzu viel kombiniert in diesem Let's Play. Das müssen wir mal nachholen, allein um die Konzepte mal zu haben. Die Konzepte? Rezepte. Ist tatsächlich beides nicht falsch hier. So. Das heißt, wir haben doch auf jeden Fall KB-Hörner. Die haben wir doch irgendwann mal mitgenommen. Yes, 13 Stück, die können wir mit nichts kombinieren. Ne gut, aber wir können hiermit auf jeden Fall einen Katalysator machen. Exakt. Der muss so oder so. Wir brauchen eh einige von, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt, wo wir nämlich eine Honigfarm haben, können wir auch hier ein bisschen investieren. Und kann man auch mal Richtung Maxi-Trank mitgehen. So, was machst du eigentlich? Unbekannt. Ah, Abfall. Ah, konsistent Abfall. Nice to know. Achso, die Energy Drinks. Nice. Mit einem Abendrotkraut. Ich glaube, man sollte am Abend nicht nochmal einen Energy Drink trinken. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Die kann auch falsch sein. Dann war es nur ein Kraftextrakt, aber es war ein uralter Trank. Na gut, was kann ich mit dem Katalysator alles machen? Katalysieren. Oh nein. Wer hätte da... Das kommen sehen. Okay, 75%. Es fühlt sich nicht wie 75% an, meine Damen und Herren. Das fühlt sich eher wie 50-50 an. Impfstoff. Da war's. Drachengiftpilz und Katalysator. Sehr, sehr schön. Dann kommt ihr auf jeden Fall einmal mit. Und dann können wir von den beiden anderen genau das eine kombinierte auch noch mitnehmen. Easy peasy, wunderbar vorbereitet. Die Waffe sollten wir vielleicht noch richtig mitnehmen. Wenn wir einmal dabei sind, uns gut auszurüsten. Wie wäre es auch mit kompletter guter Ausrüstung. Und dann let's go.